das letzte Qualifying in dieser Saison in Italien, in Monza, geht jetzt los. Ja, wir starten hier das Qualifying, unser letztes in dieser Saison, nochmal mit einem neuen Update-Paket von f1pole.de. Und wir beginnen erstmal, denke ich mal, mit der härteren Mischung und gehen natürlich hier komplett auf das Trockensetup, denn wir sind im Monza. Ihr seht hier eine sehr, sehr starke Hochgeschwindigkeitsstrecke und viel Abtrieb ist da nicht nötig. Ich nehme wieder meine Standardeinstellungen, ein bisschen mehr stärkere Bremsbelastung auf der Hinterachse als vorne. Und sonst seht ihr ja, alles ist sehr, sehr gering eingestellt. Ich will jetzt nichts am Sturz ändern, weil ich nicht weiß genau, ob da nicht zu viel Reifenabtrieb bei ist und dadurch die Reifen ganz schön geschädigt werden. Wir haben aber auch jetzt nicht viel Zeit, noch darüber zu quatschen. Am besten legen wir jetzt einfach mal los. Das Auto ist fertig. Los geht's. Ich spiele übrigens wieder mit dem Controller, denn ich bin irgendwie gar nicht dazu gekommen, irgendwie mein Lenkrad wieder anzuschließen, weil ich sehr viel Grid Autosport wirklich noch spiele. Und ihr werdet gleich wahrscheinlich das erste Mal wieder einen neuen Turbo-Sound hören, der wieder geändert wurde. Er ist jetzt auf jeden Fall sehr viel dumpfer geworden. Und wir verbummeln uns einfach mal gleich. Wow! Okay, ja, wie gesagt, diese Kurve ist immer sehr, sehr spaßig. Ja, nach dem Update 6.0 kam jetzt 7.0 und schon wieder wurde der Sound geändert. Was ich sogar jetzt sogar noch schöner finde, weil das Turbo-Pfeifen im unteren Drehzahlbereich sehr viel deutlicher zu hören ist. Und außerdem sind die Autos, glaube ich, jetzt schwerer fahrbar geworden. Das bemerke ich zum Beispiel daran, wenn ich jetzt einlenke, dass er das nicht mehr so schnell macht. Das habe ich gerade eben sehr stark bemerkt. Oder es liegt natürlich auch an dem geringen Abtrieb, den wir jetzt natürlich fahren. Mal gucken, ob wir jetzt auch nochmal die Pole bekommen können. Es sieht ja so aus, als hätten wir keine Chance mehr eigentlich, Mercedes einzuholen, die diese Saison einfach so stark waren. Aber ich sehe es so gesagt gelassen, denn alle anderen habe ich relativ oft im Schatten gelassen. Und ich hoffe mal, dass es auch so bleibt. Wir fahren jetzt schon 345 und das hört nicht auf. Boah. Und mit dieser Geschwindigkeit habe ich gar nicht gerechnet, denn 345 bin ich hier selber noch nie gefahren. Anscheinend haben sie auch etwas geändert an der Geschwindigkeit dieser Turbomotoren. Wir haben jetzt auf jeden Fall reichlich mehr Power, was natürlich auch dazu führt, dass wir natürlich auch ein bisschen früher abbremsen müssen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit es mir gekostet hat. Und hier bin ich noch arg langsam. Hier muss ich noch ein bisschen meinen Rhythmus finden. Es fühlt sich auf jeden Fall anders an. Ich habe auch wirklich nur das Update installiert und habe dann sofort das Spiel gestartet, um natürlich noch das letzte Saisonrennen jetzt aufzunehmen. Und der Wagen fährt sich verdammt schwerfällig. Er ist nicht mehr so direkt, also er kommt mir etwas verzögert vor. Und irgendwie auch insgesamt schwerer. Und ich hoffe mal auch, dass sie das mit dem Sprit jetzt endlich geregelt haben. Ja, wie gesagt, das war jetzt ganz sicher noch nicht unsere Runde. Außerdem sind wir hier mit den harten Reifen unterwegs, die allgemein nicht so viel Grip haben. Aber ein zweiter Platz mit zwei Fahrfehlern, gerade letzte Kurve und hier die erste, ist schon schön. So, wir bremsen jetzt extra mal ein bisschen früher. Ja, kürzen trotzdem ein bisschen ab. Ganz perfekt, sieht anders aus. Philipp ist im Moment auf Platz 4. Und Rosberg fährt eine 1,24. Ach ja, wir können ja eher ESDauer aufdrücken.
Was ich aber gelesen habe, soll wohl das Problem sein, dass der Reifenverschleiß bei 25% Rennen leider komplett entfällt. Also der Reifenverschleiß soll wohl sehr, sehr gering sein, denn dieser Mod wird immer mehr auf, man könnte sagen, Langstreckenrennen, also auf die längeren Rennen von 50, 75 gibt es jetzt ja glaube ich auch, und 100 gemacht. Das bedeutet, ich muss selber mir überlegen, wann ich jetzt meinen Boxenstopp da mache, denn die Reifen sind wohl sehr hart geworden und dadurch fehlt mir halt wahrscheinlich auch der Grip, den ich brauche. Aber bis jetzt sind wir ja noch schon sehr schnell unterwegs. Ich hoffe mal, der Sprit reicht. Naja, weniger als 1%. Wir wissen ja, was das für ein Desaster gab in Barcelona. Damit bist du Zweiter. Im Moment stehst du in der ersten Startreihe. Und 79 Hundertstel fehlen mir auf die Pole Position. Dabei war ich im ersten und zweiten Sektor schnellster. Aber so ist das halt. Deswegen nehmen wir einfach mal die weichen Reifen. Denn man sieht, die harten Reifen sind immer noch im gleichen Zustand wie gerade eben. Rosberg mit Bestzeit 1:24.245. Wir sind immer noch sehr schnell unterwegs. Ich habe ehrlich gesagt wirklich nur Schiss darüber. Ja, Hülkenberg muss keinen Platz machen, aber dankeschön. Nehmen wir jetzt mal ein paar andere Perspektiven. Man sieht hier auf der Ansicht zum Beispiel, der Wagen hört sich sehr dumpf an. Also man muss sich schon, glaube ich, dran gewöhnen. Hier hört man auf jeden Fall auch noch so einen anderen Sound, also so wie er eigentlich vorher war. Und hier hört er sich zum Beispiel an wie bei Grid Autosport, finde ich. Das ist ganz komisch. Also sie haben auch gesagt, durch Grid Autosport haben sie wieder neue Sachen entdeckt, wie sie den Sound verändern können. Und so hört er sich jetzt an, finde ich, wie so ein Rennauto. Das ist ganz komisch. Hier jetzt zum Beispiel nicht mehr. Das ist mehr so Formel 1 mit diesem Rennauto-Sound gemischt. Aber auch wirklich sehr komisch. Aber es hört sich, finde ich, realistischer an als noch vorher. Ach ja, wir sollten in die Box fahren. So, das haben wir jetzt auch gemacht. Auch hier, neuer Sound. Es hat sich wirklich sehr viel um den Sound gedreht und ein bisschen um die Schwierigkeit und um das Schadensmodell. Außerdem ist es jetzt so, dass... Das hat sich jetzt auch komisch angehört bei dem Ferrari. Außerdem hat sich das so geändert, dass es jetzt einen Installer gibt, mit dem man das installieren muss. Man muss dann einfach nur den Pfad auswählen, wo ihr Formel 1 2013 installiert habt, und danach wird das dann einfach installiert. Und entpackt, weil anscheinend war die Datei 122 MB groß und ich habe nur, glaube 29 runtergeladen. Also da sieht man mal, wie komprimiert das ist, und durch den Installer natürlich was sehr Schickes. So, wir haben jetzt hier, machen jetzt unseren zweiten Run, könnten wir sagen. Diesmal werden wir hoffentlich die Pole holen. Nochmal das letzte Mal, kleine Frame Einbrüche hier in der Boxengasse, aber sobald man rausfährt, sind wir plötzlich bei 60 FPS. Und jetzt weiß ich auch, wonach sich das anhört. Es hört sich verdammt nochmal, also verdammt danach an, dass wir in so einem Formula B Auto fahren. Ja, wenn ich genau hinhöre, hört sich das genauso an, wenn man jetzt nämlich bei Grid Autosport diese Formula B Autos fährt, dann hören die sich wirklich genauso an, und man hat halt noch anscheinend so ein bisschen Formel 1 2013 Overlay rüber gemacht, aber es klingt auf jeden Fall trotzdem sehr realistisch, muss man einfach sagen. Und ist ja auch schön für die Entwickler von diesen Mods, dass sie so gesagt neue Wege gefunden haben, den Sound zu verbessern. Wobei wir jetzt wieder schön unsere alte Position annehmen. Finde ich, hier kommt der Sound einfach am besten rüber, denn das ist ein guter Mischmasch zwischen Power, also zwischen Formel 1 Motor und Grid Autosport, Formula B Auto. Und die Reifen sind trotzdem noch sehr, sehr hart irgendwie. Das ist sehr komisch beim Einlenken zum Beispiel, dass es sehr träge mir vorkommt. Damals war es sehr viel direkter, vielleicht hätte ich doch ein bisschen was an dem Sturz ändern sollen. Oh, hab ich ein bisschen zu viel Power gegeben. So, und jetzt kommt erste schnelle Runde. Die zweite Startreihe wollen wir aber nicht. Wir wollen die erste.
Minuten. Noch 5 Minuten bleiben in dieser Session. Und ich denke mal, diese beiden Versuche werden uns auf jeden Fall reichen, um meine Zeiten zu kloppen. Wir haben ja schon jetzt hier in den ersten beiden Kurven, habe ich auf jeden Fall schon besser anbremsen können. Bestzeit erster Sektor, so wie ich das sehe. Hier habe ich immer starke Probleme. Also auch wenn ich auf andere Rennspiele fahre, ist es bei mir so, dass ich da immer sehr starke Traktionsprobleme habe. Ich bin da anscheinend entweder zu aggressiv drin oder vielleicht auch zu langsam oder ich gebe zu viel Gas. Auf jeden Fall ist es da immer ein größeres Problem, wenn ich da jetzt durchfahre. Hier konnte man ja früher bei Formel 1 2012 richtig gut abkürzen. Das haben sie ja jetzt ein bisschen entschärft mit diesen Pöllern. Wir sind 18. schneller im ersten und zweiten Sektor insgesamt. Jetzt kommt alles auf den letzten Sektor an. Die zweite Runde wird wahrscheinlich nichts, denn vor mir ist ein McLaren-Pilot. Ich bin mir nicht ganz sicher. Sieht entweder aus wie Button oder Hamilton. Button. Im Augenblick hättest du die Pole-Position. Oder Magnussen. Auf jeden Fall 345. Das ist mal eine Hausnummer. Du bist gerade die schnellste Runde gefahren. Gut gemacht. Ja, und Magnussen ist halt einfach langsamer als ich. Und ich glaube, diese schnellste Runde kann mir, glaube ich, kaum noch einer nehmen. Wir überholen jetzt einfach Magnussen mal in Vollbetrieb. Und es sieht so aus, als hätten wir die Pole Position und eine große Chance, vielleicht wirklich nochmal das letzte Rennen zu gewinnen. Und das war Abkürzen und damit ist es leider schon gelaufen. Noch eine Runde kann ich leider nicht fahren, zu wenig Sprit an Bord. Ich habe jetzt aber schon wieder im ersten Sektor eine Bestzeit gefahren. Noch 3 Minuten. Hat leider nicht gereicht. So, jetzt lassen wir mit Magnussen wieder vorbei. Der hat hier auch nett Platz gemacht. Könnte man nicht sagen. Sagen wir einfach, wir haben ihn überholt in der Qualifying-Runde. Und das Ding fahren wir jetzt noch eben hier schnell in die Boxengasse. Unser Williams, der uns auf jeden Fall viel gute Zeiten, aber auch manchmal schlechte Zeiten bereitet hat. Wobei ich auch öfters mal daran schuld war, dass es nicht so gut lief im Team. Und leider muss ich das auch zugeben, dass nicht alles immer perfekt war und dass ich auch nicht wirklich immer perfekt gefahren bin. Aber trotzdem, letztes Qualifying beendet in dieser Saison. Noch einmal reinfahren. Hoffentlich bin ich immer noch erster Platz. Und wir lassen jetzt das hier einfach, dieses Tableau durchspielen. Und sind immer noch erster Platz. Pole Position. Du hast die Pole Position. Ja, Pole Position in Monza in Italien bei unserem letzten Rennen. Und damit hoffe ich, dass euch dieses letzte Qualifying gefallen hat. Und was noch alles passiert und ob wir auch den ersten Platz im Rennen machen, seht ihr in der nächsten Folge.